Ja, war cool mit dir, hat Spaß gemacht. Bettwäsche mal wieder wechseln wäre ganz angebracht, weil das ist echt. Eine Woche, ja. Wird am Montag Nee, also gewechselt, ganz ja. normal. Okay. Dann Einmal die Woche halt. mach's gut. Bann mich bitte nicht. Wäre gern wieder öfters hier. Ja. Cool. Alles klar. Vielleicht können wir mal einen Messerwurf-Wettkampf machen oder sowas. Wäre geil. Wie ich Also. dir schon sagte, ich mach das nochmal. Ah, ich meine, du hast doch noch nie gemacht. Von dem her kein Unterschied dabei, oder? Ja. Wenn mal ein Messer an deinem Ohr vorbeizischt und dir die Haarsträhnen abschneidet, wirst du das schon merken. Ja, aber hoffentlich gut gezielt und nicht unabsichtlich, oder? So gut gezielt, dass ich dir lediglich einen kleinen Schlitz im Ohr verpasse. Okay. Dank. Ja gut, dann hau rein und euch zwei noch einen schönen Abend. Zwei, wir sind fünf. Nee, ich Mit meine dich dir. und deine Freundin natürlich. Aha. Mein Freund ist Ja. gar nicht da, aber. Ach so, ach so. Okay. Scheiß Schichten. Na gut. Rein, Rainer. Bis dann. Weißt Ciao. du, Was? könntest wenigstens einmal in deinem Leben Respekt für andere Menschen zeigen. Von dir, oder was? Von Rainer, du generell. lügst mich doch einfach am laufenden Band an. Das merkst Ja, du doch gar okay, nicht. beweis es mir, Was soll ich denn dir beweisen? dass ich dich angelogen habe. Mit was habe ich dich angelogen? Beweis es mir. Gib mir Beweise dafür. Das kannst du Rainer. nicht. Stimmt, das kann Weißt ich du, nicht. das Geile ist, du kannst mir das alles nicht beweisen, weil du müsstest dafür wissen, wie ich mein Leben verbracht habe. Und das weißt du nicht, weil du dafür niemanden hast, der es dir sagt. Und selbst wenn du jemanden hast, hast du das Problem, dass du nur dann die Erzählungen dieser Person hast. Es gibt Stimmt. nämlich keinerlei Aufzeichnungen darüber und sonstiges. Deswegen denkst du, du kannst erzählen, was du möchtest und man muss dir glauben. Ach, sorry. Nein, nein. Bogenschießen, Ich sage nicht, dass du mir Kampfsport. glauben musst. Ich sage nur, dass es mir egal ist, ob du mir glaubst oder nicht. Und Denn warum letzten erzählst du dann Endes so kann dumme ich, Lügengeschichten? weil es keine Lügen sind, Ach. ich habe dich heute nur ein einziges Mal belogen. Ach ja, Nur ein okay, bei einziges deiner Mal. Freundin, okay, cool. Und es war das, dass ich dich nicht als Konkurrenten sehe. In dem Ach, du Sinne. siehst mich als Konkurrent. Das finde ich aber. Konkurrenz ist vielleicht ein wenig zu viel gesagt. Also nicht als Konkurrenz auf YouTube, dass du mir irgendwie das Wasser reichen könntest oder das Wasser nicht reichen könntest, darum geht es ja nicht. Sondern ich sehe dich einfach nur als jemanden, der. Weißt du was? Ich weiß gar nicht, wie ich diesen Satz beenden soll. Ja, das Ist denke ich mir, weil egal. ohne Schulabschluss fehlen dir oft mal die Worte. Mag Aber sein, aber das musst du guck wissen, mal, nicht das ist ich. ein Ich bin kein. Schulabschluss zum Das ist kein Beispiel. Schulab. Das ist kein Ding. Ich habe einen Richtig, das Abschluss. ist kein Ich habe Abschluss, einen das ist ganz ein normalen. Abgangszeugnis. Nein, es ist ein ganz normal. Ein Abgangszeugnis bekommst du nur, wenn du ein Schulabbrecher bist. Deswegen heißt Okay. es Abgang. Ich habe einen ganz normalen Schulabschluss. Das ist kein Sonderschulabschluss, das ist kein Hauptschulabschluss, das ist einfach nur ein Schulabschluss. Ein Hauptschulabschluss wird, außer es ist irgendwie was, wo ich jetzt leider keinen Plan davon habe, weil ich nicht auf der Hauptschule war, ein Hauptschulabschluss wird als Quali. Qualis sind Hauptschulabschluss. Das wird Ja, als Hauptschulabschluss Qualifikation ja, und gezählt. die hast du ja nicht, klar. Richtig. Aber ich habe trotzdem einen Schulabschluss, weil ich habe meine Schule, ich war 10 Jahre in der Schule, ich habe meine 10 Jahre Schulpflicht abgesessen, plus noch ein Jahr nach der Schulzeit in einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme. Aber die hast du ja abgebrochen. Auch die habe ich nicht abgebrochen. Wochen, Ich ne? Da war, bist du ja ich rausgeflogen. hab, ich bin da War das wieder nicht so, dass du da so rausgeflogen, rausgeflogen? noch habe ich irgendwas abgebrochen, denn ich bin nicht jemand wie du, der hinterher den Schwanz einzieht und sich löscht. Hey, 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 hey. Aber es gibt auf jeden Du hast mich Fall einen ungefähr, wenn ich Brief. mitgezählt habe, 6 Mal heute beleidigt. Ich habe dich gerade nicht mal beleidigt, sondern lediglich gesagt, dass du den Schwanz eingezogen hast und deinen Kanal gelöscht. Und wenn das wirklich stimmt, was du mir gesagt hast und mich nicht angelogen hast, mein lieber Lügenschaf. Mein Also, liebes Lügenschaf, sorry, erstmal muss ich Entschuldigung. sagen, ich kenne den Brief schon ganz genau, in dem, ich glaube, deine Mutter, glaube ich, darauf hingewiesen wird, Ich dass du bin jetzt. einmal nach Hause geschickt worden in der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme, weil ich mich mit jemandem geprügelt habe. Ja. Ja, das war schon, also. Aber deswegen bin ich nicht rausgeflogen. Dafür Ja. hätte ich nämlich genauso wie in der Schule 3 verschärfte Verweise bekommen müssen. Ich habe einen einzigen bekommen. Und Okay. einen in meiner Schulzeit und einen Stimmt, danach. das eine mit diesem Ordner, da ist ja irgendwie so ein Mitschüler mit einem Ordner verdroschen. Er hat mich mit dem Ordner verdroschen. Daraufhin habe ich in seinen Schädel auf den Tisch gedonnert. Ja. Richtig gewalttätig teilweise. Aber
Finde ich das ganz nenne gut, ich, das nenne ich Verteidigung, weil es war nämlich eine Reflexreaktion. Das war innerhalb von Sekunden, er haut mir drüber, ich stehe auf, pack ihn und drehe mich rum und habe ihn voll auf den Tisch gedonnert. Weil so schnell hat er gar nicht gucken können. Das ist auch was mit meinen Reflexen. Aber, weißt du... Ja? Hallo? Nicht, weil ich Gott sei Dank mein Ego nicht daran festmachen muss, wie vielen Leuten ich beweise, ob ich ein Arschloch bin oder nicht. Das hier ist jetzt genau aber die gleiche Aktion. Warum? Und nein, ich habe dich nicht als Arschloch bezeichnet, auch wenn es vielleicht jetzt so rüberkommt. Ich bin nämlich nicht derjenige, der hier stundenlang jemanden versucht, zu irgendwas zu zwingen oder zu irgendwas zum Reden zu bringen. Warum zwingen? Du hast mich die ganze Zeit irgendwelche Sachen gefragt, wo du gemeint hast, dass du irgendwelche geilen Infos bekommst. Meinst du, ich bin bescheuert? Du hast mich doch hier hochgezogen, Rainer. Ich habe dich hochgezogen, weil ich ursprünglich wissen wollte, wer du bist. Ich habe dich nicht gebannt, weil es unter meiner Würde ist. Also war das alles ein Masterplan von dir, dich hier von mir verarschen zu lassen, oder wie? Mich verarschen zu lassen? Ich habe mich köstlich amüsiert. Köstlich amüsiert? Du hast ja Lügengeschichten ohne Ende erzählt. Richtig. Und weiter? Und damit hast du ja bestätigt, dass du gelogen hast. Okay, pass auf. Richtig und weiter. Das war doch gerade die Bestätigung, dass du einfach nur gelogen hast. Mann, ich habe dir gerade schon gesagt, du musst mir beweisen, du musst mir beweisen, dass es Lügen sind. Jetzt gucken doch gerade 260 Leute auf Twitch zu. Ich habe dir gerade richtig gesagt. Geh doch mal auf meinen Twitch-Kanal und guck zu. Das ist mir egal. Ich weiß, dass du auf Twitch streamst. Das wusste ich von Anfang an. 260 Leute haben gerade gehört, wie du gelogen hast mal wieder. Wieder mal gelogen. Ich sagte richtig. Und ich habe vorhin schon gesagt, dass du nur einfach das glaubst, nur erbärmlich. Was ich dir sage. Das ganz ist doch nicht ehrlich. Erbärmlich. Das, was du abziehst, ist erbärmlich. Also, du kommst hier rein, du beleidigst einfach mich. Nur erbärmlich. Du verarschst mich seit Stunden und ich habe einfach ein bisschen mitgelabert. Und weiter? Also, du willst mich vorführen. Du willst mich vorführen und beleidigst mich. Ich habe dich nicht ein einziges Mal beleidigt. Nicht ein einziges Mal. Also, ich pack's echt nicht. Ich bin... Dann verstehe ich dich nicht. Aber du bist immer noch dann der gleiche arrogante Lügner ich bin wie arrogant. Letztes Jahr. Ich bin arrogant. Ja, was natürlich. Was machst du denn seit über einer Stunde? Meisterschaft im Messer. Was machst du denn seit über einer Stunde? Vielleicht mal ein Messer fallen lassen, aber doch kein wie Messer gesagt, geworfen. Wie gesagt, beweis mir das Gegenteil. Also ich bitte dich, Kampfsport 6 Jahre. Weißt du, was ich richtig geil finde und was ich gerade feiere? Ja, was denn? Dass du getriggert wirst durch mich. Ja, nee, getriggert bin ich noch nicht, aber... Du bist die ganze Zeit getriggert. Ey, komm, du klatschst dir mit den Händen aufs Bein. Du bist voll angepisst, Mann. Das merkt man doch. Händen aufs Bein weißt du, klatsche ich mir. Oder von mir aus gegen die Hand oder gegen den Arm oder gegen das Bein, was weiß ich. Auf jeden Fall hört man die ganze Zeit irgendwelche Hintergrundgeräusche mit deiner Hand. Vielleicht machst du auch ganz unanständige Sachen, wer weiß. Kann auch sein. Für eklig genug halte ich dich auf jeden Fall. Und ja, das war jetzt mal eine Beleidigung. Pass auf. Ich habe hier irgendwas erzählt. Ja? Ist richtig. Ja. Ob es Lügen waren oder nicht, kannst du aber nicht beweisen. Du kannst nur sagen, es waren Lügen. Nein, das kann doch nicht ernst sein. Das ist so argumentieren Kinder. Es ist nicht mein Kinder. Ernst gewesen. Es ist eine Tatsache gewesen. Das ist ein Unterschied. Okay, wir machen doch einfach mal eine Umfrage, okay? Jetzt sind hier 5 Leute. Du kannst deine Umfragen vergessen, weil die schreiben natürlich das, was du willst. Das ist genauso, wie wenn ich bei meinen Fans irgendeine Umfrage machen würde und die würden auch das schreiben, was ich sage. Einfach deswegen, um dich zu triggern. Ey, das Spiel... Wir machen dieses Spiel seit 4 oder 5 Jahren. Machen wir das gleiche Spiel. Weil nur, dass mittlerweile ich am längeren Hebel sitze und dich triggere und nicht andersrum. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Nee, also heute bist du definitiv für mich der Gewinner dieser Unterhaltung. Das hat nichts mit Gewinner zu tun. Ich bin nicht so kleinkindisch wie du und mach hier den Gewinner fest. Also ganz ehrlich, es gibt... Ich spiel irgendwie um irgendwas mit dir. Ein Spiel impliziert oder ein Spiel, da bei einem Spiel muss es immer, das sagt ja schon das Wort, das implementiert quasi, dass es einen Gewinner und einen Verlierer gibt. Nö, überhaupt nicht. Es gibt auch Draw. Stimmt, es gibt auch falls Unentschieden. Falls du weißt, was es heißt. Genau. Er weiß es sogar. Respekt. Ja, bisschen habe ich auch. Ja. Weißt du, die ganze Zeit bringst du irgendwelche Sprüche und machst irgendwas die ganze Zeit und meinst dir die ganze Zeit, ich check nicht, dass du streamst. Ja, Rainer, ich habe doch am Anfang... Ich schau dir die ganze Zeit zu. Ich bin halt unsichtbar, weil ich mich dann angemeldet habe. Kollege. Du kannst mir nicht zuschauen. Ich kann dir zuschauen, wenn ich inkognito bin. Ich muss mich nicht anmelden, um dir zuzuschauen. Rainer. Ey, auf Twitch. Entschuldigung. Muss ich aber nicht. Auf jeden Fall bedanke ich mich dafür, für diesen hohen Zuschauer,
Hast du auch wieder bloß durch mich gemacht? Ja, Das ist doch natürlich. irgendwo erbärmlich. Im Endeffekt habe ich dich wieder mal benutzt. Aber fühle ich deswegen nicht dreckig? Ich habe Werf mich dich an benutzen den Dreck? lassen in dem Fall. Das ist Ist doch, ja das im ist doch. Endeffekt mehrere Ich habe von Jahre. Anfang an gewusst, seit du hier drinnen bist, dass du streamst, weil ich das halt Anfang an zugeschaut habe. Und wie ich schon gesagt habe, es ist total lächerlich. Ich habe mich in dem Fall benutzen lassen, weil es mir egal war. Es war eine Zeitverschwendung mal. Ja, fand ich Aber mehr auch. war es halt einfach nicht. Eine Zeitverschwendung. Du kommst hier rein und die ersten zwei, drei Worte, die du gesagt hast, waren erstmal eine fette Beleidigung. Aber Rainer, was war denn in deinem Leben keine Zeitverschwendung? Also Meine Videos auf YouTube, bist du auf der Erfolgsspur meine für dich? Schulzeit, die Spiele, die ich gespielt habe, ob jetzt an der Konsole oder anderswo, die Zeit, die ich mit meinen Kumpels in der Disco oder in der Sauna oder im Schwimmbad oder sonst wo verbracht habe. Im Prinzip ist das Einzige wirklich, was ich mache, die einzige Zeitverschwendung, die ich wirklich Bin ich. sehe, nö, Hater. ist dieser ganze Blödsinn, den ich mir sogar noch freiwillig antue. Der Unterschied zwischen dir und mir ist nur, dass ich mir lediglich 4 Stunden davon mal gib, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr oder von mir aus 4-mal im Jahr. Okay. Und du das ungefähr, naja, fast immer machst. Und zwar das ganze Jahr über. Ich habe ja auch kein Also, Leben quasi, ne? warum sitzt du denn bitte um 4:02 Uhr, nee, um 4:43 Uhr, Entschuldigung. Warum sitzt du denn um 4:43 Uhr hier im Stream? Rainer, weil wir hier uns Oder hier auf unterhalten, ist YouNow? doch lustig und weil ich mich jetzt endlich um Twitch meine meine ich. Twitch-Partnerschaft bewerben kann, Mir doch habe ich egal. extra mal so einen kleinen Link Wenn sie mit. dich bei Twitch annehmen, dann geht Twitch zu Bruch, aber Ein Blödsinn. dann Also. tut mir die Seite leid. Das ist kein Blödsinn. Dann tut mir die Also Seite ganz jetzt schon ehrlich, leid, ganz ehrlich. wurde extra gefragt, ob ich mal einen Stream machen kann mit vielen Zuschauern und tada, muss ich nur noch darauf hinweisen und fertig. Dir ist klar, dass Twitch, wenn sie sich das anschauen, dass die feststellen, was du hier für einen Ganz ehrlich, Blödsinn blöd kann man abziehst. auch sein, also als ob die das so genau angucken. Ich mache ja das in Wenn du Kreativ meinst. und kein Problem. Wenn du meinst. Also, ohne Spaß, du hast Ich echt mache keinen das, Plan ich von der mache. Welt, Junge. Ich habe keinen Plan von der Welt. Ich Ja. bin seit 4 Jahren Streamer. Ich mache seit 4 Jahren genau den Blödsinn, den du gerade gemacht hast. Junge. Nur, dass ich nicht hergehe und andere Leute für mich arbeiten lasse, sondern ich selber arbeite. Weißt du, noch Entschuldigung, nie. es ist ja keine Arbeit, Aber es ist ja Faulenzen. Aber im Gegensatz zu dir, der jetzt hier reinkommen muss und mit mir hier reden muss, um sich interessant zu machen, kann ich fett, faul und hässlich auf meiner Couch sitzen und streamen und habe trotzdem mehr Zuschauer als du jetzt gerade, wenn du sagst, du hast 160 Zuschauer. 260 Zuschauer habe ich. Oh, Entschuldigung, dann hast du halt 10 Zuschauer mehr als ich normalerweise. Wahnsinn. Also Rainer, Herzlichen ich will dir Glückwunsch. ja nichts sagen, aber ich Gezappt. habe oft mehr Zuschauer auf Twitch als du auf YouNow. Herzlichen Glückwunsch Und und weiter. Die Plattform ja, ist ja auch ich würde ungefähr sagen, zehnmal mein größer. Stern geht auf, dein Stern geht unter, Rainer. Wenn ich auf Twitch streame, habe ich auch mehr Zuschauer. Aber da leckst doch bei dir nur, das ist doch keine. Na und weiter? Also du Das ist musst doch es ja der mal Witz richtig daran. Das ist doch der Witz einstellen. daran. Ich habe da auch mehr Zuschauer, aber selbst wenn es leckt, habe ich Zuschauer. Also ich kann dir Das ist der Unterschied gern. zwischen dir und mir. Ich kann sogar mit Scheiße Geld verdienen. Ich kann aus Scheiße Gold machen. Du nicht. Das ist der feine Unterschied. Ich Du kann kannst dir aus da meiner Scheiße helfen. Gold machen, aber nur aus meiner Scheiße, die du dir klaust. Meine Warum Scheiße kann klaue ich ich aber die selber zu denn? Gold machen. Ich kann sogar aus deiner Scheiße Gold machen. Du kannst aber nur aus meiner Scheiße Gold machen, aus deiner Ach, eigenen nicht. Rainer. Ganz ehrlich, ich stelle doch hier die interessanten Fragen, du antwortest nur. Interessante Fragen. Interessant. Interessant für Hater vielleicht. Meine Aber Zuschauer guck wären davon mal, wenn gelangweilt du so gewesen, was wir für eine Probleme Bitches hast vorhin bei gespielt haben. Twitch, ich kann dir theoretisch auch mal helfen mit der Bitrate, wie man das einstellt bei Ich habe kein OBS. Interesse an Twitch. Nicht Du das streamst doch geringste. da öfters. Ja. Dränge ich mich irgendwie an? Mache ich irgendwie den Eindruck, als würde ich mich da verbessern Naja, wollen? du bist schon ganz schön wütend, wenn du dann wieder offline gehst, weil es nicht klappt und die ganzen Zuschauer wieder Ich war nur schreiben. ein einziges Mal ein bisschen angepisst und das war beim Weggehängt. letzten Mal, das war alles. Ja, du bist schon. Und da lag es hinterher an meiner Einstellung, die ich für YouNow vorher verändert hatte. Was ich bei YouNow auch tatsächlich zugegeben habe und mich entschuldigt habe. Okay, das finde ich Als ist mein gut. Kaffee schon wieder leer. Dann mach dir noch einen, komm, schütt Mache da ich noch einen auch. rein. Mache ich Wenn auch. dir. Also, es juckt mich jetzt. Kann Weißt du, doch mal locker ich reden. persönlich bin echt gespannt, wann das Video auf YouTube landet. Und wenn es auf YouTube landet, dann Ja. wird man anders als früher, und du sagst, ich habe mich nicht verändert, anders als früher wird man keinen Drachenlord sehen, der von Hatern verarscht wird und sich aufregt,
sondern man wird lediglich einen Drachenlord sehen, der sich vernünftig argumentiert, der ganz normal mit dir redet, während du ihn immer wieder mal subtil oder weniger subtil beleidigst. Das ist alles. Das stimmt. Im Endeffekt, eigentlich ich glaub, kann man sagen, nur einmal Drachenlord, beleidigt oder ich würde zweimal Videotitel maximal. Drachenlord führt ABS vor. Nö. Man könnte, wie der Videotitel ist, ist mir ziemlich egal. Aber man könnte zum Beispiel ein Video draus machen, wo man sagt, Drachenlord mal anders. Aber du bist doch nicht anders, du lügst doch genauso wie sonst auch. Nur, dass ich es nicht beweisen kann. Ja, ich kann es nicht beweisen. Ja. Es ist egal, ob ich lüge oder nicht. Es geht nicht darum, was ich sage. Es geht eher darum, wie ich mich verhalte. Ich gebe zu, es hat lange gedauert, bis ich das gerafft habe. Aber Einer, der, Großteil, der Großteil, doch, der Großteil da, darüber, warum ich gehatet werde, ist tatsächlich der, dass ich mich so hab vorführen lassen und so assig verhalten habe. Es geht größtenteils, abgesehen von ein paar von deinen Zuschauern und vielleicht noch ein bisschen anders, dieses Grüße gehen raus an der Stelle an meinen ganzen Zuschauern. Oh, gut, jo, Papa, Grüße Mann, von mir auch. Ja, Kokapopin, Inferno Gott, Alfred 1510. Wandelmann. Grüße von mir auch an euch. Wie auch immer, alles, was er sagte, nur besser. Wie auch immer. Das Einzige, was ich mittlerweile gerafft habe, ist, dass ich mich lediglich nicht aufregen sollte, dass ich gechillt bleiben sollte, normale Stimme, normale Stimmlage, nicht schreien, nicht aufregen. Aber wir wissen denn doch, dass du das nicht bist. Das ist doch das. Das ist genau der Witz. Das war ich immer schon. Ich habe mich nur früher, warum auch immer, ich weiß es bis heute nicht warum, ich habe mich nur früher mehr hinreißen lassen. Ich habe mich früher zu ernst genommen auf YouNow oder mal, auf YouTube oder auf Twitch. Das war aber nur damals. Das ist heute gar nicht mehr. Es war auch nie im realen Leben der Fall. Ich habe schon immer über mich selber lachen können. Guck mal, da schreibt einer auf Lach schon, dass ich heul. Dabei heule ich gar nicht. Rainer, du hast Tränen in den Augen gehabt. Also bitte, du hast nicht geweint. Ich habe nicht geweint, ich habe nur geschwitzt. Also, wirst du heute Abend wieder nur schwitzen oder wie? Mache ich auf dich den Eindruck, als würde ich heulen? Mache ich auf dich den Eindruck, als wäre ich sauer oder traurig? Ja, schon tatsächlich. Ein bisschen angemettet bist du schon. Ich bin überhaupt nicht angemettet. Meine, wenn du jetzt darüber so bin ich da. Das angemettet, wie ihr das sagt, übrigens eine extrem dämliche Bezeichnung. Finde ich total lächerlich. Und Warum? Jetzt, das Geile ist jetzt versuchst du auch noch mit der Aussage, ich bin angemettet und traurig und wütend. Das ist doch ein trauriger Versuch, jetzt mich dumm dastehen zu lassen, obwohl ich überhaupt nichts mache, obwohl ich nichts sage, obwohl ich nichts tue. Ja, das stimmt. Also sorry, ich wollte dich gerade mit dieser einen Aussage, wollte ich dich dumm dastehen lassen. Weißt du, deinen Sarkasmus kannst du dir sparen. Was ist denn Sarkasmus? Das, was du gerade gemacht hast, ist Sarkasmus. So zu tun, als würde man jemandem Recht geben, in diesem Fall, jemandem Recht geben und ihn dabei gleichzeitig versuchen, lächerlich zu machen. Ja. Das war jetzt in deinem Fall der Sarkasmus, den du angewandt hast. Und das hast du heute ungefähr 10 Mal gemacht oder 20 Mal gemacht und ich habe nicht darauf reagiert. Ja, 23 Mal. Weil ich es nicht für, ja, von mir aus 23 Mal, wenn du unbedingt meinst, mitgezählt zu haben. Und übrigens sehr jämmerlich, wenn du mitgezählt hast. Warum? Wenn du da wirklich mitzählst, immer 5-mal mehr echt, als das Jahr, Rainer. Dann hast du echt immer mein Mitleid tatsächlich. Dann hast du echt mein Mitleid, wenn du da mitzählst. Ja, aber also keine fünfmal, Ahnung. 5-mal mehr als das Jahr. Immer 5-mal mehr als das Jahr. Naja, dann rechne mal 15 mal 18, dann hast du mich aber ganz schön oft angeblich vorgeführt. 5 mehr als 5-mal. Du hast gesagt 5-mal mehr. Richtig, 5-mal mehr als das Jahr. Ja, das heißt 5-mal 18 in dem Fall. Ja, stimmt, tatsächlich. Ja, Wahnsinn, ey. Eine Intelligenzbestie hoch 10 und sowas willst du studiert haben. Und ich bin in der Sonderschule gewesen. Also wenn du studiert hast, dann bin ich Alfred Hitchcock. Was bist Wobei, du? Das wäre eigentlich geil. Wer bist du? Was ist also, das, Alfred Hitchcock? Wenn du mir nicht zuhörst, bist du selber schuld. Das ist ein Schauspieler oder was? Oh mein Gott, so viel Dummheit auf einen Haufen. Entschuldigung, ich wollte dich nicht beleidigen. Hat das mit Shakespeare zu tun? Ja, und jetzt deinen Sarkasmus wieder anwenden, ne? Warum? Also, was heißt denn hier okay, Sarkasmus anwenden? Dann frage ich mich jetzt, warum hängst du dich so sehr darauf auf, dass ich einen Schulabschluss habe und du nicht?
Das ist doch nicht schlimm. Ich daran überhaupt nicht auf. Ich habe dich gerade nur verarschen wollen. Ach so, sorry. Dann bin ich da voll drauf. War ich vielleicht ein bisschen zu dumm dafür, Entschuldigung. Aber Sonderschüler sind immer so dämlich. Ach, egal. Lassen wir's. War nur Schrabberdabba, oder? Hätte ich gesagt. Du meinst? Dann würde ich sagen, komme ich bald wieder. Zweifellos. Hättest du wieder Zeit? Wenn du meinst. Sag mir so, wie lange du versuchst, mich zu triggern. Nee, also wann hättest du wieder Zeit? Bis du begreifst, dass das keinen Sinn hat und ich mir eigentlich mehr Spaß draus mache und dass ich hinterher wahrscheinlich besser dastehe als vor dem Stream. Und du wirst es erst hinterher merken. Nein. Weißt du, das ist genau das, was ich meine. Rainer. Früher habt ihr es geschafft, mich zu triggern. Ich bin ausgerastet, das wurde hochgeladen. Und Leute, die sich das angeschaut haben, Leute, die nichts damit zu tun hatten oder nichts davon wussten, oder vielleicht davon wussten und sich das nur über das Met, wie ihr es nennt, angeschaut haben, haben sich daran aufgegeilt. Ja? Oder haben gedacht, was ist denn das für ein Vollidiot, schreit da rum, beleidigt rum und alles. Mache ich mittlerweile nicht mehr. Und wenn jetzt Leute das anschauen, die neutral sind, die das noch nicht wissen oder so, oder auch vielleicht die zwar jetzt nicht auf der Hater-Seite, aber auch nicht auf der Fan-Seite stehen, sondern einfach zwar ein bisschen das verfolgen, aber relativ neutral, die werden sehen, dass ich auch anders sein kann. Und das, obwohl ich dich mit dem Bewusstsein, dass du bist, hier reingezogen habe. Das war echt cool. Also und, da muss ich echt sagen, Respekt. Und was habe ich mich dieses Jahr nicht? Was mache ich dieses Jahr nicht? Mich verändern? Hast dich nicht verändert. Die Szene hat sich schon Ende letzten Jahres geändert. Eigentlich schon Mitte letzten Jahres. Es hat nur ein bisschen gedauert, bis es realisiert wurde und bis ich vor allem selbst realisiert habe, dass es sich ändern kann. Und vielen Dank für deine Erkenntnis. Es ist definitiv richtig. Es funktioniert. Ja, es funktioniert definitiv. Also ich denke, bald es geht langsam wirst du vorwärts. Keine Hater mehr haben. In langer Sicht. Hater hat man immer. Hater werde ich immer haben. Zeit meines Lebens, wenn ich YouTube weitermache. Es gibt immer ein paar Menschen, die einen nicht ausstehen können. Aber das ist okay. Aber ich kann dafür sorgen, durch mein Handeln, dass es nicht so viele Menschen sind, wie es bisher waren. Oder dass es weniger werden. Oder dass es vielleicht mehr Zuschauer werden, aber dadurch die Menge der Hater vielleicht zurückdriftet. Ich will nicht behaupten, dass die zukünftig kommenden Zuschauer Fans werden. Kann ich nicht dafür garantieren. Aber selbst wenn sie keine Fans werden, vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie keine Hater werden. Wenn du dich anständig verhältst, dann klappt das ganz bestimmt. Bin ich mir sicher. Habe ich mich aber nicht anständig verhalten? Aber du solltest halt wirklich nicht so viel, weil... Was sollte ich nicht? Du hast geleckt, was? Nicht so viel lügen, Rainer, weil im Endeffekt... Weißt du, wie ich schon sagte, glaub doch, was du willst. Mit meiner Freundin, mit dem Messerwerfen, mit dem Bogenschießen, mit dem Kampfsport. Darüber macht ihr euch seit Jahren lustig. Und weiter? Aber das ist, sind doch nicht, es gibt doch kein Wir, das denkt sich doch jeder, weil du nicht beweisen kannst, was du da für einen Schwachsinn laberst. Und genau, das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Ich sehe nicht eine Notwendigkeit dafür, es zu beweisen. Okay. Das ist genau das, worauf ich schon seit bestimmt 10 Minuten hinaus will. Ich sehe aus meiner Sicht keine Notwendigkeit dafür, irgendwas beweisen zu müssen, was ich sage. Glaub es mir oder glaub es mir nicht. Das ist der einzige Punkt, auf den ich hinaus will. Es ist mir egal, ob du es mir glaubst oder nicht. Das ist ganz schön smart. Gut. Ich bin gleich nochmal da, Sekunde. Was? Sekunde, geht jetzt runter und bannen ein paar, oder was? Auch runtergehen. Und wir gehen alle runter. Buddy was moved to your channel. Sag dir doch, ich komme gleich wieder. Oder wolltest du jetzt runtergehen und hast schon aufgegeben? Nee, ich habe gedacht, wir gehen einfach alle jetzt runter. Weil nee, ich wollte Cola nur fragen, ob er rauf wollte und nicht reinkommt, aber er kommt so normalerweise ran. Ich dachte, da ist ein Fehler in den Einstellungen, das ist alles. Ja, nee, war ganz nett. Ich fand es auch echt gut. Also, ich fand es echt unterhaltsam mit dir. Es war, ja,
wünsche dir auch echt, also wie gesagt, ich wünsche mir persönlich mehr Vlogs. Vielleicht ab und zu ein Kochvideo, weil die sind auch immer ganz spannend. Und ja, keine Ahnung, einfach mal, ja. Ich weiß nicht, wie genau ich es sagen soll, aber doch, bleib einfach so, wie du bist, dann passt es schon ansonsten. Trifft es eigentlich ganz gut. Ich bleib nicht, wie ich bin, oder zumindest ich zeige mich nicht so, wie ich bisher war. Das ist der beste Aussage. So, das ist... Wenn ich mich so weiterhin zeige, wie ich bisher war, dann würde ich ja nur dir und allen anderen einen Gefallen tun, die mich haten. Und habe ich euch lange genug getan. Okay. Gut. Dann möchtest du noch irgendwas zu meinen Zuschauern sagen? Das Recht bleibt mit. Was? Das Recht bleibt mit. Okay. Achso, und Metal Off natürlich. Metal, Leute. Hey, ist meine Verabschiedung. Metal On heißt es. Metal on. Sayonara Matane. Bis bald, euer Regenbogenschaf. Ade, bleibt schön. Liebe.